Ach du Scheiße, wir sollen Leo warnen. Und damit. Ja, damit haben wir ein Problem. Kollege, steig mal bitte aus. Wir haben nicht viel Zeit. Fucking war ja. Aber das fliegt doch auf, wenn wir da jetzt hingehen und ihn beschützen oder so. Ich meine, jetzt spielen wir ein doppeltes Spiel so gesehen, ne? Ich meine, ja, er war wie ein Vater für uns, definitiv. Und ich glaube, ich finde es auch gut, dass er abgesagt hat, aber er hat abgesagt, also Vito hat jetzt abgesagt zu dem Job, weil er jetzt Dings warnen möchte, so wisst ihr. Das ist schon verständlich. Dennoch ist es auch verdächtig, aus meiner Sicht. Alter Junge, what the fuck? Dennoch ist es auch verdächtig, dass wir jetzt so gesehen absagen, obwohl das Familienmotto ja lautet, sag ich dir, töte deinen Bruder, dann tötest du deinen Bruder. So, you know. Alter Junge, gib Gas! Ich bringe noch die Polizei mit. Hier wird ein Verbrechen geschehen. Vollidiot. Ja. Toll! Ey, so eine Pisse, Alter. Warte mal, ich muss gerade mal eine Nachricht schreiben. So, weiter geht's. Okay, wir müssen uns beeilen. Es wird ein Mord geschehen! Diesen muss ich verhindern! Aber damit viel. Oh, ey! Das nimmt wirklich interessante Wendung, weil ich jetzt glaube, also es könnte jetzt sein, dass wir damit ein doppeltes Spiel führen. Wir damit auffliegen. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Wir damit auffliegen. Verstanden. So gesehen unsere Familie verraten und ähnliches. Oh nö.
Komm, gib Gas. Ey, rechts oben läuft ein Timer, ne? Das schaffen wir nicht. Ey, Junge, was ist denn das? Alter, Junge, da ist ja kaum Zeit, da hinzufahren. Okay, jetzt schnell. Immer wieder gern, Mr. Scaletta. Mann! Ja, das kostet jetzt Zeit. Ich hab dir gerade den Kopf geschossen. Okay, wir haben keine Zeit. So, kleine Ding wird schon Gas geben, oder? Junge, warum kriegt er nur langsame Karren heute? Das kann ja gerade mal 70, das Ding. Und da, Alter, Junge, was ist denn das für eine Scheißkarre auch noch? Und da müsst ihr gleich losschießen. Es geht um meinen Vater! Mein Vater ist am Sterben! Also nicht am Sterben, ist er noch nicht tot, aber you know. Gas. Jetzt schaffen wir es wieder nicht. Boah, vor allen Dingen haben die auch so eine Scheißstrecke ausgewählt, dass du hier oben auch kein Gas geben kannst. Das ist aber auch nicht so, dass er mal einen Gang runterschaltet oder so, um hier Drehzahl zu bekommen. Nee. So 2000 Umdrehungen reichen dem vollkommen. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn? Boah, hallo! Aussteigen! Digga, was zum Teufel einfach? Du hast hier keine beschissene Zeit! Auf Wiedersehen, Mr. Scaletta. Halt die Fresse! Das kleine Ding da hinten an mehr, ein bisschen mehr Power. So, jetzt kennen wir die Strecke inzwischen schon auswendig. Komm, gib Gas! Na, endlich mal eine Karre, die Gas geben kann hier! Warum können wir da? Okay, da können wir nicht geradeaus fahren. Da müssen wir sowieso runter. Sonst wäre ich da hinten geradeaus gefahren, irgendwie, wisst ihr? Um halt nicht bremsen zu müssen.
die Hälfte der Zeit ist vorbei. Oh, ey, nee, das kann doch nicht wahr sein! Jetzt hat man mal ein Auto mit richtig viel PS zum Kotzen. Oh, ey, wie oft sollen wir dann noch verkacken? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt laufen wir noch gebückt. So. Jetzt kommen wir das. Wieder nur so ein Oma-Schlitten hier. Da, das wäre eine super Karre. Aber dafür bleibt uns jetzt keine Zeit mehr. Hälfte der Zeit ist wieder vorbei. Schalt bloß nicht einen Gang runter, ey. Der tuckert hier mit 1000 Umdrehungen hoch. Tuka. Ey, nee, ne? Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß jetzt. Junge! Ich stehe doch vor seiner Tür! Ich bin doch da! Immer wieder gern, Mr. Scaletta. Ich war doch da! Diese eine Sekunde! Als ob er da erschossen wird! Boah, ey! Ja, toll, jetzt werden wir noch erschossen. Ja, genau! Kostet ja nur beschissen viel Zeit! So, das schaffen wir wieder nicht, weil wir nicht bei der Hälfte der Zeit die Dings runterfahren. Hier. Wir sind schon wieder drüber. Wir schaffen es schon wieder nicht. Junge, gib... Alter, willst du mich verarschen, oder? Ja, toll, können wir wieder neu starten hier.
Da bleibt er da stehen wegen nichts. Boah, ey, die Mission fuckt mich gerade so sehr ab. Das glaubt ihr gar nicht. Steig aus dem Auto. Ja, geh doch ganz entspannt zum Auto. Pull jemand doch am besten noch die Felgen. Kette circa 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Wetten, wir schaffen es wieder nicht. Bin ich nicht. Verstanden. Schaffen wir wieder nicht, weil wieder die Hälfte der Zeit vorbei ist. Der gibt wenigstens mal Gas. Guck mal, hier war die Drehzahl richtig durchgedreht. Der gibt wenigstens mal Gas, das Ding hier. Ey, ich kotze und streue, ne? Ja, komm, habt euch nicht so. Alter, nicht jetzt! Nicht jetzt! Mit dem Bullen im Nacken kann ich da nicht. Ey, willst du mitfahren?
Ich habe mich jetzt nicht beruhigt. Ah. Ich habe mich jetzt nicht beruhigt. Ich habe mir jetzt was zu essen angesetzt. Ich habe nebenbei schon mal meinen neuen Schrank ausgepackt, den ich nachher zusammenbauen werde. Ja, komm, könnt ihr gleich mal aussteigen. Ja, ja. So. Ja, ich habe mir jetzt, wie gesagt, was zu essen gemacht. Ich habe jetzt schon mal einen kleinen Abwasch gemacht. Habe nebenbei, wie gesagt, meinen Schrank schon mal, zumindest die Stücke, die man dafür braucht, rausgeholt. Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Und wie gesagt, ein bisschen Essen aufgesetzt. Ich hoffe, das brennt jetzt nicht an. Alles klar, Mission neu starten. Ich bin gerade echt richtig, richtig angepisst von der Mission. Auf Wiedersehen, Mr. Skelett. Sorry, aber das ist ein bisschen zu knapp eingeplant. Ach, jetzt stand ein Auto direkt davor. Fick dich doch. So. Ja, ich hatte gerade ein... Ich musste es raus. Ich musste meine Tür zuknallen. Alles klar, schaffen wir nicht mehr. Ich gehe mal ganz kurz nach meinem Essen gucken. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mich immer noch nicht beruhigt. So, und gleich kommt die Polizei wieder. Juhu, was für eine Freude.
So, jetzt hat's geklappt. Finally. Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, zu spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell!